Die Partie beginnt für die Innsbrucker planmäßig mit viel Druck und mit der Führung nach einer halben Stunde. Torschütze Jerzy Pszczęcik genau ins Kreuzeck. 1-0 auch der Pausenstand. Die letzten 25 Minuten aber muss der FC Tirol mit nur 10 Mann beenden, denn dieser Hörtnagelfaller wird von Schiedsrichter Meio Pereira als Schwalbe gewertet und der Portugiese zeigt Hörtnagel die gelb-rote Ampelkarte. Aber der FC Tirol kommt auch mit einem Mann weniger noch zu einer Vielzahl von Torchancen. Zuerst Glieder per Kopf und dann scheitert Gilewitz gleich mehrfach am überragenden Nigmatulin im Tor von Luck. Die letzte Großchance knallt Kirchler an die Querlatte. Die Enttäuschung fürs Ausscheiden ist riesengroß. Andererseits muss ich sagen, wie die Mannschaft gespielt und gekämpft hat, war sensationell. Und das lässt einfach Hoffnung zu für die Zukunft. Vielleicht wird es in den nächsten Tagen, oder wenn die Champions League dann losgeht, noch mehr wehtun, wenn man sieht, wie die anderen dort gegen tolle Vereine spielen können und wir halt auf der zweiten Schiene fahren müssen. Für Kurt Jahr